Von dieser Tribüne der Krefelder Rennbahn aus beobachten Zuschauer sonst rassige Rennpferde. Doch heute gibt es im Saal unter den Rängen etwas anderes zu sehen. Alte Spielzeugeisenbahnen in Aktion. Diese Modelle sind noch etwas handfester und größer als die heute gängigen Formate. Entsprechend groß ist der benötigte Platz und den gibt es hier. Die Anlage auf Tischhöhe misst 9,5 mal 6,5 Meter, das sind über 60 Quadratmeter. Wer hat schon ein so großes Wohnzimmer? Jede Menge Gleise der Spur 1 sind aufgebaut. Nur von der Empore aus kann man die Anlage und den Streckenverlauf einigermaßen überblicken. Was hier über die 45 mm breiten Schienen rollt, ist bis zu 100 Jahre alt. Nicht ganz so alt sind die Herren vom Freundeskreis Tinplate-Bahnen Niederrhein, denen diese Schätzchen gehören. Sie haben zum Eisenbahnspieltag eingeladen und stellen sich als echte Spielkinder mit ihrem Vornamen vor. Besucher dürfen eigene Züge mitbringen und auf der Anlage fahren lassen. Das ist Nostalgie pur, denn die Vorbilder der Modelle sind längst aus dem Verkehr gezogen. Obwohl viele Wagen gegenüber dem Original verkürzt dargestellt sind, wirken die Züge durchaus realistisch, gerade weil die Gleisbögen aus Platzgründen auch nicht maßstabsgerecht sind. Die Hersteller haben trotz Vereinfachung das Wesentliche erfasst. Der Freundeskreis ist besonders stolz auf seine Hochbahn, eine Eigenkonstruktion im altertümlichen Stil und daher einmalig. In der oberen Ebene verkehren auf einem eigenen Gleis alte Bahnen der Spur 0. Hergestellt wurden die Spielzeugeisenbahnen aus Zinnblech, auf Englisch Tinplate. Daher die Bezeichnung Tinplate-Bahnen, weil dieses Spielzeug zuerst in England entstand. Das bunt bedruckte Blech wurde ausgestanzt, geprägt, geformt, mit durchgesteckten und umgebogenen Metalllöschen befestigt oder auch verlötet. Auch wenn mit den damaligen Methoden nicht so detailgetreue Modelle entstehen konnten wie durch moderne Spritzgussverfahren, überrascht doch, wie charakteristisch Loks und Wagen gestaltet sind und welche Vielfalt an Typen schon damals angeboten wurde. Normalerweise werden die Gleise in dieser Spurweite zum Spielen einfach auf dem Fußboden verlegt. Aber hier fahren die Züge durch eine richtige Anlage mit vielerlei dekorativen Zutaten. Alles läuft elektrisch seit 100 Jahren. Im Modell des Stellwerks verbergen sich jedoch moderne Steuerungselemente. Elektrisch gesteuerte Signale gab es noch nicht, als das rollende Blech auf den Markt kam, wohl aber Bahnsteiglampen mit funktionierenden Kugelbirnchen. Hier sind die ursprünglichen Handweichen durch elektrische Magnetweichen ersetzt. Ohne die wäre ein flüssiger Fahrbetrieb mit mehreren Zügen und Gleiswechsel auf der großen Anlage überhaupt nicht möglich.
Während die mit Strom betriebenen Züge Runde um Runde drehen, verlangt eine Lokomotive umfangreiche Vorbereitungen. Hier wird eine alte Dampflok wirklich angeheizt. Wie beim Vorbild dauert es eine ganze Weile, bis die Dampfmaschine in der Spielzeuglok den nötigen Druck erreicht und startklar ist. Eine heiße Kiste. Diese E-Lok aus jüngerer Zeit ist in erster Linie ein vorbildgetreues Modell, während beim alten Dampfzug das Spielzeug im Vordergrund steht. Naturgetreu ist aber der Antrieb mit einer echten kleinen Dampfmaschine. Wenn der rasende Roland unterwegs ist, müssen alle Weichen richtig gestellt sein, denn ihn kann man nur mit brachialer Gewalt stoppen, während die elektrischen Bahnen über den Stromschalter leicht zu kontrollieren sind. Eisenbahnen wurden wohl von Anfang an den Söhnen geschenkt, weil die Väter damit spielen wollten. Was von den Altertümchen noch erhalten und fahrbereit ist, ist erst recht Spielzeug für gestandene Männer, denn es handelt sich um echte Raritäten und gesuchte Sammlerstücke. Die liebevoll gestaltete Anlage zeigt nicht nur historisches Spielzeug, sie erzählt auch Geschichten. Alle Züge kommen an einem Kirmesplatz vorbei. Wenn die Reisenden am Zentralbahnhof aussteigen, lockt sie ein Schild. Die Fahrt mit der Schmalspurbahn gehört bereits zum Kirmesvergnügen mit den nostalgisch gestalteten Fahrgeschäften aus buntem Blech. Nach einem erlebnisreichen Tag mit Imbiss und einigen Runden in den Karussells fährt die ganze Familie frohgelaunt zum Bahnhof zurück. Es dauert nicht lange, bis der Zug einläuft. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Und schon geht es auf die Heimreise.